Russische Zeitung vom 9. August 22. In Berlin beginnen die Verhandlungen zwischen Reichspräsident Ebert und dem bayerischen Ministerpräsidenten über die Annahme des Republikschutzgesetzes in Bayern, gegen die sich dort breite reaktionäre Kreise wenden. Zunehmend werden auch Stimmen laut, die einen vom Reich separaten bayerischen Staat befürworten. Kleben Sie das bitte ins Manuskript von Herrn Zerner. Ich verstehe nicht, was hat das mit dem Fall des Martin Krüger zu tun? Das ist der zeitgeschichtliche Hintergrund, Fräulein Zerner. Sommer 1922. Der Direktor der Bayerischen Staatsgalerie, Martin Krüger, nach einer Justizkomödie aus politischen Gründen unschuldig verurteilt, sitzt wegen vorgeblichen Meineids im Zuchthaus. Mit dem Tag der Einschließung Krügers beginnt der Kampf seiner Freundin Johanna Krein um ein Revisionsverfahren. Der Gefangene indes nimmt die auf Veranlassung des Zuchthausdirektors Förtsch erschwerten Haftbedingungen zunächst gelassen hin. Er rechnet auf Rehabilitierung. Ingenieur Kaspar Pröckel, sein sozialrevolutionär eingestellter Freund, erreicht, dass der Großindustrielle Baron Reindl bei Justizminister Klenk eine Audienz für Krügers Verteidiger Dr. Geier arrangiert. Der Anwalt wird jedoch kurz vor diesem Termin von Anhängern der NSDAP als Judenschwein überfallen und schwer verletzt. Bei einem Besuch im Krankenhaus überzeugt Dr. Geier Johanna, dass man bestenfalls durch gesellschaftliche Beziehungen auf die Regierung einwirken könne. Damit ihr Kampf um Krüger vor den Behörden gesetzlich legitimiert sei, heiratet Johanna den Strafgefangenen. Krüger erklärt, aus dieser Zweckverbindung keine Ansprüche herzuleiten. Johannas Trauzeuge ist der Schriftsteller Tüverlin, der sich nun in verstärktem Maß um sie und ihre Sache kümmert. In Garmisch lernt Johanna durch Vermittlung des Kommerzienrats Hessreiter, eines ehemaligen Geschworenen im Prozess Krüger, den Kronprätendenten kennen. Der verspricht, sich für ihr Anliegen beim heimlichen Regenten Bayerns, dem blinden Bauernführer Bichler, einzusetzen. Nach dem Besuch des Nachtlokals Puderdose unternimmt Johanna mit Tüverlin eine Schlittenfahrt und verbringt die erste Nacht mit ihm in einem Landgasthaus. Der Taxichauffeur Ratzenberger, seinerzeit bestochener Zeuge, dessen Aussage Krüger ins Zuchthaus gebracht hat, kommt bei einer Wirtshausrauferei zu Tode. Wenig später bekundet seine Frau vor Gericht, dass ihr Mann einen Meineid geschworen habe. Also, was wollen wir? Wieso, bitteschön, muss ich von dritter Seite erfahren, dass die Frau des Chauffeurs Ratzenberger eidesstattlich erklärt hat, ihr Mann hätte einen Meineid geschworen? Wieso? Was erlauben Sie sich für einen Ton? 2478. Ich werde Sie in Strafe nehmen. Sie mich? Ich Sie! Sie sind wahnsinnig geworden. Reagieren Sie sich in der Turmzelle ab! Stinkt's da herunten. Aber wenn Sie gleich den Watschenbaum umfallen lassen, was haben Sie jetzt noch, Frau Krüger? Sie mit Ihrem Zeug, Doktor. Logik, Menschenrechte, Reichseinheit, Demokratie, ist alles nebulos. Komm's doch zur Sache. Sie sind doch wegen dem Krüger da. Im Besonderen, ja. Hellkopf hat er ja, aber warum hat der arrogante Hund aufbegehren müssen, provozieren? Hat er nichts Maul halten können? Wer hat ihm denn angeschafft, dass er uns ärgert? Na, jetzt ärgern wir ihn. Das ist ganz normal. Auch unter den neu gegebenen Umständen, Herr Minister? Ich meine die Beichte der Witwe Ratzenberger. Das ist nicht meine Sache, Herr Rechtsanwalt. Dafür ist die Kammer vom Dr. Hartl zuständig. Und anweisen kann ich den nicht. Na, das wissen Sie ja selber. Wie lange ist das jetzt her mit dem blöden Überfall? Ein halbes Jahr. Ich gehe zwar immer noch lahm, aber tot bin ich nicht. Nicht tot, wie meine Parteifreunde Gareis und Auer.
Bellevinet und Landauer. Landauer, das ist der Schnee vom 1919. Mord verjährt nach 30 Jahren. Da schlagt mich doch, dass ihr Menschen seid, hat Landauer seinen Mördern zugerufen. Man hat ihm den Gefallen getan. Wie lange noch? How long? Combien de temps? Quanto tempo todavía? Wie lange noch? Zum Grußratte. Ich rate dir, lass den Fraß stehen, er schmeckt wie Scheiße. Und Soda ist drin. Dass uns die Lust am Ficken vergehen soll. Aber es nützt nichts. Gar nichts, nicht bei mir. Die Heide hätte ich nehmen sollen. Nehmen müssen. Ich Idiot. Ich bezahle eine Rechnung, für die ich nichts gekriegt habe. Warum habe ich sie nicht gefickt? Hm? Sag mir, Ratte, warum? Doch nicht Johannes wegen. Nein, bestimmt nicht, nicht aus blöder Treue. Aber aus Nachlässigkeit. Trägheit. Dazu noch die Wahrheit schwören, Arschloch, dass ich bin. Für unseren gemeinsamen Freund im Zuchthaus Straubing ergibt sich jetzt eine neue Situation. So? Ja. Da ist nämlich die Witwe des Chauffeurs Ratzenberger im Justizpalast erschienen und hat zu Protokoll gegeben, dass ihr Mann damals einen Meineid geschworen hat. Wie? Was? Woher weiß denn die das? Er hat sie angeblich gestanden in einer schwachen Stunde. Und jetzt meint die Ratzenbergerin, dass sie den lieben Gatten früh aus dem Fegfeuer kriegt, wenn sie die Wahrheit kundtut. Und? Was Geschichte? Nix. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens kommt für mich nicht in Frage. Da tät schon der Landgerichtsdirektor Hartl nicht mit, weil der sich nicht blamieren will. Müssen ihn halt irgendwie begnadigen, den Krüger. Aber jetzt noch nicht. Das tät auffallen. Das verstößt gegen die Regel. Und wer das Recht beugt, darf sich keinen Formfehler erlauben. Gleich geht's weiter. Magst du mich eigentlich, Kasper? Die Antwort singe ich dir demnächst vor. Dass der Herr General dir freigegeben hat, heute, an einem Mittwoch, hast du sonst bloß jeden zweiten Sonntag ausgegangen, Amelie? Das ist schon einmal gewesen an einem Mittwoch, weil da auch ein Haufen Herren gekommen sind zu einer Versammlung bei uns im Haus. Und heute sind sie auch wieder da. Was sind auch das für Herren? Nein, Toni, weiß auch nicht. Ich glaube, dass es Herren Offiziere gewesen sind. Weil wie es gekommen sind, da haben sie mir die Haken zusammengeschlagen und immer, jawohl, Herr General, und zu Befehl gesagt. Aha. Sind auch welche mit braunen Hemden dabei gewesen. Die haben auch immer zu Befehl gesagt. Also eine richtige Versammlung, sagst du? Ja,
wie ich an dem Mittwoch am Nockerberg auf bin, weil mich mein Cousin eingeladen hat, sind schon vielleicht so 20 Jahre da gewesen. Und sind noch welche gekommen, wie ich gerade weg bin. Und wie ich heim bin, sind noch welche vor der Tür gestanden und haben geredet miteinander. Was? Wie ich die Tür aufgesperrt habe, habe ich bloß gehört, wie einer gesagt hat, dass sie die Waffen verstecken müssen, weil es viele sind. Und ein anderer hat gesagt, dass er dafür einen Platz weiß. In der Implerstraße, im Keller von einer Kohlenhandlung. Das ist interessant. In der Implerstraße? Mhm. Und dann hat noch einer von den Herren zu mir gesagt, guten Abend, schöne Maid. So. Ja, und dann bin ich ins Haus rein. Hör mal zu, Anni. Ich hab mir da was aufgeschrieben. Marschordnung für Kaspar Pröckl, einen Bolschewiken. Ausgestellt am 8. April 1923. Erstens. Sie haben sich zu dem Kapitalisten Andreas Reindl zu begeben und mit allen Mitteln zu trachten, von ihm als Chefkonstrukteur nach Nizhny Novgorod geschickt zu werden. Zweitens. Sie haben mit allen Mitteln, vor allem durch die Hilfe des genannten Kapitalisten Reindl, dahin zu wirken, dass der Strafgefangene Martin Krüger aus dem... Wo mein depperter Vater mit dran schuld ist. Dass der Strafgefangene Martin Krüger aus dem Zuchthaus entlassen wird. Drittens, Sie haben an das Mädchen Anni Lechner die Frage zu stellen, ob sie in die Partei eintreten und mit Ihnen nach Russland gehen will. In welcher Partei, Herr Nachbar? In die kommunistische, welche sonst? Genosse. Da war ich. Die Jahre, die wir zusammen waren, sind wie ausgelöscht. Nachts, wenn ich wach liege, versuche ich mir die Bilder unserer gemeinsamen Zeit zurückzurufen. Aber es geht nicht. Fast nie. Manches Mal blitzt eine Erinnerung auf, für Sekunden nur. Aber dann ist es so, als wäre ich nicht selbst es, der mit Johanna Krein in Spanien war. Der am Chiemsee die bronzene Göttin bestiegen hat. Und der gefragt, was das Höchste in seiner Rangordnung sei. Arbeit, Erfolg, Johanna Krein. Siehst du, jetzt, wo du da bist, fällt mir das ein. Aber Gefühle nachempfinden, es ist unmöglich. Ich bringe es nicht fertig. Alles ist anders geworden. Du bist mir fremd geworden, Johanna. Ich bin deine Frau. Ja. Mit dieser Zweckehe haben wir die Freiwilligkeit unserer Beziehung aufgegeben. Ich habe dir schon einmal gesagt, dass ich daraus keinen Anspruch ableite. Und ich danke dir für deine Opferbereitschaft. Das war kein Opfer für mich. Glaub mir. Auf jeden Fall muss das rückgängig gemacht werden. Sofort, wenn ich wieder in Freiheit bin. Wenn überhaupt. Du kommst frei. Bald, Martin. Ich bin jetzt sicher, dass ich einen Termin beim Geheimrat Bichler kriege. Das sollte doch schon vor Monaten sein. Ich vertraue auf den Kronprätendenten. Bichler wird helfen. Er muss. Und Kaspar Bröckel will auch... Ich fürchte auch. Nur, das wird alles zu spät sein. Immer wieder diese nächtlichen Anfälle. Dieser schreckliche Druck auf der Brust. Diese Angst. Diese Todesangst. Wer ist denn heute der dritte Mann? Pfarrer Amesmeier. Oh, du liebe Güte. Hufwürden schinden doch mit den Zähnen auf die Art. Ja, Tarock ist kein leichtes Spiel, das wissen wir. Herr Pförtsch? Frau Krüger, was kann ich für Sie tun?
Können Sie mir sagen, nach welchem Paragraphen im Strafgesetzbuch unterlassene Hilfeleistung geahndet wird? Verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass Sie meinem Mann hier jede medizinische Fürsorge vorenthalten. Bitte, hier? Der zuständige Anstaltsarzt, was sagen Sie zu diesem Vorwurf, Dr. Xell? Der strafgefangene Krüger ist ein Hypochonder, der alle Augenblicke mit einem anderen Wehwehchen daherkommt. Und Sie sind ein Dilettant, wenn Sie nicht erkennen, in welchem Zustand Martin Krüger ist. Bitte sich zu mäßigen, Frau Krüger. Wenn meinem Mann hier etwas zustoßen sollte, dann haben Sie es zu verantworten. Hoffentlich irren Sie sich nicht mit Ihrer Diagnose. Ach, ich kenne meine Pappenheimer. Elende Simulanten. Und sag ich Ihnen, Herr Doktor, wenn wir den Prozess verspielen, dann nehme ich einen anderen Apfelkart. Jetzt beruhigen Sie ihn, Herr Huber, heute ist doch erst die Zeugeneinvernahme. 4 Monate, seitdem die Ratzenberger ausgesagt hat. Und getan hat sich nichts, nichts. Sie haben genau die Schwierigkeiten, die ich Ihnen prophezeit habe. Das hilft Ihnen jetzt auch nicht weiter, Herr Geier. Hinzu kommt, dass Krüger, sollte er in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen werden, wegen der dann widerrechtlichen Entlassung aus dem Staatsdienst von der Regierung Schadenersatz verlangen kann. Das erschwert die Sache zusätzlich. Was heißt das? Wenn wir auf Rehabilitierung verzichten, erkennen wir zwar gewissermaßen das Urteil an, aber das würde meines Erachtens eine Begnadigung erleichtern. Es ist ein entwürdigender Handel. Ich stelle anheim. Krüger ist in einem so schlechten Zustand, physisch und psychisch. Er muss freikommen. Und zwar schnell, egal wie. Sollte mich hier einfinden, Herr Hauptmann? Tja, ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen, Bornhag. Etwas Delikates. Bitte? Eines unserer Waffendepots ist verpfiffen worden. Ja, glücklicherweise kam rechtzeitig ein Wink von höchster Stelle. Wir haben das Zeug natürlich sofort verlagert, sodass weiter nichts passiert ist. Wäre auch scheiße gewesen. Beinahe 500 Gewehre und die dazugehörige Munition. Und wo ist die undichte Stelle? Tja, man musste sie zwangsläufig im Hause des Generals suchen. Was, wer käme denn da in Frage? Eine einzige Person. Das Dienstmädchen. Amalie Sandhuber. Einer unserer Gewehrsleute hat sie in Gesellschaft eines Metzgergesellen angetroffen, der der kommunistischen Partei angehört. Eben jener hat diese Anzeige erstattet, die uns gesteckt wurde. Und was schlagen Sie vor? Verräter verfallender Feme. Übernehmen Sie die Sache, Bornhag. Machen Sie sich an diese Person heran. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Haben Sie einen Rat wie? Der Hund des Generals wird jeden Abend so gegen 8 Uhr von der Sandhuber noch einmal ausgeführt. Das wäre doch eine Gelegenheit. Sehr gut. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Hauptmann. Gut, in Ordnung. Fein. Ah, verdammt, älter werden die Knochen. Also, machen Sie es gut, Bornhag. Komm schon, verdammter Köter. Ich möchte dir was zeigen. Da hat der Reinle ein Gutachten bestellt. Herr Hitler. Sehr interessant. Mhm. Und was hast du denn rausgefunden? Also,
Der Schreiber ist fraglos sehr intelligent und vermutlich imstande, Denkprobleme auch solche mathematischer Art rasch zu lösen. Er hat einen willensbetonten Charakter, das kommt in diesen kräftigen Abstrichen zum Ausdruck, wobei sich sogar manchmal die Feder spreizt. Die hin und wieder abfallende Zeile im einzelnen Wort lässt darauf schließen, dass bei dem Schreiber Perioden von Trägheit oder Mutlosigkeit mit solchen extremer Aktivität wechseln. Übrigens kann man ihm eine gewisse künstlerische Begabung gar nicht vollkommen absprechen. Obwohl sie natürlich von miserablem Geschmack begleitet ist. Woran siehst du denn das? Da. Schau mal. Siehst du? Da, dieser kleine senkrechte Strich in der Schlinge vom Haar. Der da? Mhm. Das ist zum Beispiel ein Zeichen von schlechtem Geschmack. Aha. Der Feldmarschall Hindenburg macht es genauso. Kann auch sein, es handelt sich hier um die Nachahmung eines Vorbildes. Das ist sehr gut möglich. Mhm. Wenn da gewisse Hemmschwellen wegfallen, dann geht er über Leichen. Kann ich einen Durchschlag von einem Gutachten haben? Ach, du meinst, dieser Herr verdient keinen Vertrauensschutz? Mit Sicherheit nicht. Also gut, ich geb's dir. Wenn ich deinen Text sowieso krieg, gehen wir jetzt schwimmen? Ammersee? Oder Chiemsee? Chiemsee, zur Abwechslung. Ich sollte diese ganze bayerische Hochebene mit allem, was drauf lebt, ein Naturschutzpark sein. Mit allem, was dort hurt, säuft, in den Kirchen kniet, Justiz, Politik, Fasching und Kindermacht. Mit seinen Bergen und Flüssen und Seen. Mit seiner Luft und seinem Himmel. Ein schönes Land. Was sind denn das auf einmal für Töne, Jacques? Du bist doch sonst vornehmlich für das Böse. Was wäre das Gute ohne das Böse? Es wäre von vergleichsloser Qualität. Das ist zwar nicht von mir, aber trotzdem ganz treffend. Neuerdings bin ich ja mehr für das Gute. Für eine Frau. Für eine gescheite, unbeugsame Frau, die ich übrigens sehr liebe. Habe ich ihr das schon mal gesagt? Nein. Doch? Jetzt? Das ist ja ein schönes Tier. Wie heißt der denn? Tannenberg. Zwecks der Schlacht. Aber ich sag Stasi zu mir. Stasi? Komischer Name für einen Hund. Gell? Solche heißen doch sonst anders. Tyras oder Nero oder so Namen. Außer es ist ein Dackel. Dann heißen es meistens Waldi. Geht der Herr von hier? Nein, aber ich war im Krieg in einem bayerischen Regiment bei den Bamberger Reitern. Gehen wir ein Stück zusammen? Wenn der Herr meinen, dann ist der Herr vielleicht auch Offizier, wie mein General, wo ich im Dienst bin. Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich nicht, habe ich Sie nicht schon mal gesehen? Weil doch bei uns öfter Offizier ins Haus kommen, dass ich Sie vielleicht da gesehen habe. Kann ich mir nicht vorstellen, ich bin erst seit ein paar Tagen in München, zu Besuch bei meiner Tante. Aber vielleicht sehen wir uns mal wieder mit den Hunden. Ja, vielleicht. Ich führe den unseren ja jeden Tag Gassi. Immer um die gleiche Zeit, wie jetzt. Das ist gewohnt, gell, Stasi? Haben Sie gar keine Angst? Ein hübsches Mädchen in einem Park, ganz allein? Na wo? Ist halt Stasi dabei. Die passt schon auf mich auf. Na, hoffentlich. Wäre wirklich schade, wenn Ihnen was zustößt. Wirklich schade.
kannst dir vorstellen, dass ich dich nicht gerade gerne aufsuche. Wovon lebst du, Erich? Nachdem du nicht eben freigebig bist, bin ich auf mein angenehmes Aussehen angewiesen. Was heißt das? Das heißt, dass es wohlhabende Damen gibt, die meine Gesellschaft suchen. Wie damals in Garmisch. Ein Gigolo, also. Das ist ein scheußliches Wort. Nein, ich zeige mich nur von meiner liebenswürdigsten Seite und bekomme Geld dafür. Aber eben nicht genug Geld für die Geschäfte, die im Augenblick möglich sind. Und deswegen komme ich trotz meines berechtigten Antipathiegefühls zu dir, damit du mir die Moneten vorstreckst. Und wenn ich mich weigere? Du hattest schließlich das Vergnügen mit Ellie Bornhag, meinem verehrten Fräulein Mutter. Und dafür musst du jetzt braten. Wie lange denn noch? Ich bitte dich. Beruhige dich, Siegbert Geier. Der Tag wird kommen, an dem es nicht mehr angeht, dass ich mich von einem Juden aushalten lasse. Hast du Pläne? Sicher habe ich Pläne. Zum Beispiel das Projekt einer Katzenfarm. Das funktioniert nach folgendem Prinzip. Katzen fressen bekanntlich Ratten. Den Katzen wird dann nach einiger Zeit das Fell abgezogen und verkauft. Die Ratten wiederum fressen die Kadaver der Katzen. Ein Betrieb also, der sich sozusagen aus sich selbst trägt, automatisch funktioniert. Gefällt's dir nicht? Aber vielleicht ein Studio für Gipsmasken von Lebendigen und Toten. Nach dem Prinzip, welcher Idiot bezahlt einen Bildhauer teuer, wenn er von mir sein Porträt total ähnlich billiger bekommen kann. Auch von Hunden werden wir solche Masken anfertigen. Wer ist wir? Mein Freund Dellmeier und ich. Ach, dieser windige Geschworene. Genau der. Dellmeier meint, wir sollten in Paris ein Studio aufmachen, damit wir harte Währung einnehmen. Kassa. Wie viel brauchst du? $1,000. Die habe ich nicht. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass deine ausländischen Mandanten dich in scheiß Mark bezahlen. Das Deutsche kannst du behalten. Besser als nichts. Danke. Jehova soll's lohnen. Es ist fast schon das vierte Mal, dass wir uns treffen. Dass Sie gar noch länger in München bleiben. Ihretwegen vielleicht. Wirklich? Wir sollten doch mal einen ganzen Abend miteinander verbringen. Was meinen Sie? Schön wär's schon. Wann haben Sie denn Ihren nächsten Ausgang? Am Samstag. Sonst immer am Sonntag. Aber diesmal am Samstag. Ja, dann werde ich mir ein Auto von einem Freund leihen und wir fahren nach Starnberg raus. Wie Sie meinen? Nach Starnberg. Aber um 11 muss ich fast wieder daheim sein. Sonst schimpft der Herr General. Dafür werden wir sorgen, dass der nicht schimpft. Nie wieder. Ich heiße übrigens Wilhelm. Und du? Sandhuber. Amalie. Also, Amalie, dann bis nächsten Samstag. Um 7 Uhr darf ich weg. Ich muss heim. Ich warte dann am Samstag. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir möchten Ihnen mitteilen, dass unsere Parteiversammlung in Ihrer Gemeinde am 15. August stattfindet. Wir bitten Sie deshalb, uns bei den Vorbereitungen... Nach der Aktion verschwinde ich für ein paar Wochen ins Ausland. Kommen Sie doch mit. Ich habe die Taschen voller Devisen. Mein jüdischer Vater war spendabel. Ihr jüdischer Vater? Herr Bornhag, Sie sehen auch typisch jüdisch aus. Groß
und blauäugig wie der Oberrabbiner Aaron Glühlicht. Wo sind Sie geboren? In Galizien? Hört mal her, der Bornhag hat jüdisches Blut. Na, das finde ich toll. Dürfen Sie denn am Schabbes ein Femi-Urteil vollstrecken, Bornhag, oder verstößt das gegen den Talmud? Nein, im Ernst, lassen Sie sich rasch taufen, sonst muss noch ein anderer das Schandbleib umlegen. Wer ist denn der zweite Mann? Der Versicherungsagent Dellmeier. Der brennt darauf, wieder eine Bewährungsprobe ablegen zu dürfen. Schön. Amalie. Ja, ich gehe jetzt dann, Herr General. So? Wohin? Ich habe doch heute meinen Ausgang. Ich fragte, wohin? Nach Starnberg hinaus. Ein Herr nimmt mich nämlich mit in sein Automobil. Woher kennen Sie den Mann? Ich habe ihn schon öfters gesehen, wenn ich mit dem Hund draußen war. Und da hat er vorige Woche zu mir gesagt, ob... Sie lassen sich auf der Straße ansprechen? Amalie. Es ist doch ein feiner Herr. Und im Krieg war er auch bei den Bamberger Reiter, hat er gesagt. So. Also kommen Sie nicht zu spät nach Haus. Für Gott, Herr General. Nach Starnberg geht's doch geradeaus. Wir fahren eine Abkürzung. Aussteigen. Herrn gleich sagen können, dass wir da nicht weiterkommen. Wenn wir wollen, können wir schon. Aber noch Starnberg? Ach was, Starnberg. Sie werden sehen, Fräuleinchen, hier ist es viel heimlicher. Hoppala! Mein Freund, dein Recht, die Glocke ist nur 5 Minuten entfernt. Ist noch weit bis zur Villa? Nein, nicht mehr weit. Wie kommen wir denn da hin? Ist ja gar kein Weg. Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Die Herren haben für einen Schmalz in die Muskeln. Oh. Halt! Stehen bleiben. Was ist denn? Was ist denn? Dies ist ein Feme-Gericht. Amalie Sandhuber, Sie haben vaterländische Geheimnisse verraten. Sie haben Ihre Stellung im Hause des Generals dazu missbraucht, wichtige Informationen, auch Nachrichten über Zusammenkünfte der Patrioten an den Metzgergesellen Anton Huber weiterzugeben. Was sagen Sie? Ich verstehe überhaupt kein Wort nicht. Anton Huber, mit dem Sie ein unzüchtiges Verhältnis haben, ist Mitglied der Kommunistischen Partei. Außerdem haben Sie ein Waffenlager der NSDAP denunziert. Verräterverfallen der FEMA. Sie sind hiermit zum Tode verurteilt. Komm, hilf mir.
Rosa! Zwei Maß für die Herren. Haben Sie gerne Erfrischung verdient? Gleich, Hauptmann. Fehler ausgeführt, Herr Hauptmann. Gemeinschaftsarbeit. Da trinken wir einen drauf. Nehmen schon einmal den Meier. Verzeihen Sie, Minister, der Herr Polizeipräsident wäre jetzt da. Herein mit ihm. Der Herr Minister lässt bitten. Servus, mein lieber Seiler. Nimmst du bitte Platz. Na, wie stehen die Ermittlungen im Fall Amalie Sandhuber? Nichts bis jetzt. Ich habe zwar meine besten Beamten eingesetzt, aber... Die besten? Na, das war ein Fehler. Die dümmsten hätten es einsetzen müssen, damit der oder die Täter bestimmt erwischt werden. Pardon, aber ich verstehe nicht. Ah, Sie verstehen ganz gut, was ich meine, Herr von Seiler. Sie fix noch einmal. So glatt der Hochverrat gewesen, was die Sandhuber da angestellt hat. Verzählt das blöde Luder so einem Kommunistenbürschel was von einem Waffenlager. Und der geht her und zeigt es bei uns an. Und da müssen wir von Amts wegen auch noch eingreifen. Aber es sind doch an der angegebenen Stelle gar keine Waffen gefunden worden. Na, das wäre ja noch schöner gewesen. Die Wehrhaftmachung und Statu Nascendi konterkarieren. Ha. Ich werde eine Belohnung aussetzen für die Ergreifung der Mörder von Amalie Sandhuber. Sind Sie narrisch worden? Ganz und gar nicht. Das war ein Infamemord. Die sogenannten Patrioten morden und stehlen. Sie beschmieren Denkmäler und wenn sie besoffen sind, dann gehen sie auf die Judenfriedhöfe und kotzen auf die Grabsteine. Sie halten mich vielleicht für sentimental, aber ich kann nicht schlafen, wenn ich an diese Grabsteine denke. Sie haben sie mit ihrem Kot besudelt. Sie haben wie alle Verbrecher ihre Visitenkarte dagelassen. Herr Minister, und deshalb decke ich diesen Mord nicht. Ich decke ihn nicht! Sie, Herr von Seiler, gib's nur Obacht, dass wir Sie decken. Horch mal. Es ist jetzt Mode, bei den Brustwarzen anzufangen. Also wollen wir auch dabei bleiben. Es waren Brustwarzen mittlerer Größe, so gestrafft unter der Tunika aus Charmeuse, dass es schien, als müssten sie einen metallischen Ton hören lassen, wenn man sie sanft mit den Finger berührte. Sag mal, was liest du denn? Pitti Grilli, der Keuschheitsgürtel. Was liest du? Ich lese gerade, dass sie gestern unseren Polizeipräsidenten gefeuert haben. Was? Diesen korrekten Mann. Vielleicht war er ein bisschen zu korrekt. Ja, ja, das ist anzunehmen. Herr von Seiler hat aus gesundheitlichen Gründen gebeten, ihn von seinem Amt zu entbinden. Das ist ja wieder mal eine Formulierung, die zum Himmel stinkt. Der Vizemeister vom Tennisclub Iphitos hat gesundheitliche Probleme, wahrscheinlich Asthma. Also geil ist das Bild ja schon, Paul. Was für ein Wort aus dem Mund einer Dame. Stimmt's etwa nicht? Naja, also recht hast ja, Katharina. Deine erotischen Bekundungen hingegen sind sehr dezent. Nicht schön? Angenehm. Schon. Aber... Habe einen Verlach machen lassen. Beim Hofer. Mal schauen Sie das Schaftholz an. Gut, gell? Wunderbar. Ja, der Hofer ist der Beste. Steht zu Diensten, wenn es einmal eine neue Waffe. Komme ich gern drauf zurück.
Da wir ja gerade so schön beieinander sitzen. Haben Sie mal drüber nachgedacht, was ich Ihnen neulich gesagt habe? Sie meinen Ihre Sympathiekundgebung für diese damischen Patrioten? Passt doch gar nicht zu Ihnen, Klenk. Sind doch alle Spießer. Wahrhaft deutsche Spießer. Der Bourgeois, das ist die Mehrheit. Und kommt's nicht auf die Mehrheit an, wenn es um die Macht geht, in unserer zünftigen Demokratie. Wir müssen auf einiges gefasst sein, das habe ich in der Nase, lieber Baron. Und ich tät Ihnen raten, dass Sie die Witterung aufnehmen. Heißt das, dass ich den Firmpaten spielen soll für die Brüder? So ähnlich. Res pecunie, sagt der Lateiner. Hin und wieder freundliche Zuwendung. Das wird sie einmal auszahlen, glauben Sie es nur. Passt mir gar nicht, offen gestanden. Wohltätigkeit in zweierlei Richtung passt mir nicht. Und traditionsgemäß... Ach was, weiß doch keiner vom anderen. Tät Ihnen das gefallen, wenn ein zukünftiger Reichskanzler mit einem Maybach umeinander fährt? Oder wäre es Ihnen nicht lieber, er huckert in einem von Ihren schönen Automobil drin, die es dann bauen? Die Konkurrenz schläft nicht, Reindl. Ein paar Herren von Rhein und Ruhr, die haben schon gespannt, woher der Wind weht. Die lassen sich nicht lumpen. Die haben es gespannt, dass da mal ein Riesengeschäft hergeht. Ich werde den Versailler Vertrag vom Tisch fegen. Die Frau hat sich schon lange nicht mehr sehen lassen, Krüger. Die ist in Paris. Pardon, Monsieur. Où est le restaurant, s'il vous plaît? Merci. Hallo, Madame. Wir kennen uns aus Garmisch. Sie sind der gute Tänzer. Wer Sie sind, weiß ich. Mein Name ist Erich Braunhack. Wollen wir auf das Wiedersehen nicht anstoßen? Tun Sie mir den Gefallen, Frau Krüger. Gut, einen Moment. Oder soll ich Frau Krein sagen? Woher kennen Sie denn meinen Namen? Erstens war mein Freund Herr von Dellmeier Geschworener im Krüger-Prozess, was mich Ihnen sicher nicht sympathischer macht. Aber es gibt einen anderen Grund, der vielleicht für mich spricht. Es ist nämlich ein Dr. Siegbert Geier, zugegebenerweise mein leiblicher Vater. Ach. Möchten Sie auch einen, Raphael? Nein, danke. Ich bin gleich zum Essen eingeladen. Was machen Sie denn in Paris? Ich versuche hier etwas für Krüger zu tun. Manchmal kommt man an wichtige Leute besser heran, wenn man sie außerhalb ihrer gewohnten Umgebung aufstöbert. Meine politischen Kontakte sind auch nicht übel, wenn ich irgendwas für sie tun kann. Man muss sich nur im richtigen Augenblick auf die richtige Seite schlagen. Und die wäre? Dem wahrhaft Deutschen gehört die Zukunft. Dr. Geier ist also Ihr Vater. Seltsam. Müssen Söhne ihren Vätern immer ähnlich sehen? Meine Mutter war groß, blond, blauäugig. Eine richtige Germanin. Ich bin eben das Ergebnis eines eklatanten Fehltrittes. Aber ich fühle mich ganz wohl dabei. Stellen Sie sich vor, sie hätte ihn geheiratet. Dann wäre ich womöglich koscher aufgepäppelt worden. Bei meiner Vorliebe für Eisbein. Wo lebt Ihre Mutter? Wahrscheinlich im Paradies, sie war gute Christin. Schon merkwürdig, dass sie auf diesen mickrigen Juden reingefallen ist. Ich mag Ihren Vater und schätze ihn sehr. Obwohl er den Prozess Krüger verloren hat? Mein Mann ist das Opfer einer Rechtsbeugung. Dr. Geier schreibt an einer Geschichte des Unrechts.
Der Fall Krüger kommt darin vor. Auch interessant. Sie haben ein entzückendes Kleid an, gnädigste. Chanel. Nein, es ist von der Stange. Einer Stange in der Kaufinger Straße zu München. Da zeigt es sich eben wieder. Es kommt nur auf die Trägerin an. Rufen Sie mich doch mal an. Ich habe hier in Paris ein Studio. Ich würde mich wirklich freuen. Frau Krüger ist eben gekommen, Herr Geheimrat. Auf Empfehlung des Kronprinzen. Ja. Grüß Gott, Herr Geheimrat. Ich weiß schon, wer Sie sind. Setzen Sie dahin. Da steht was zum Essen, wenn es mögt. Canard rôti, s'il vous plaît. Rien, merci, monsieur. Was wollen Sie denn eigentlich von mir, Frau Krüger? Seine königliche Hoheit hat uns wissen lassen, dass die Gerichte das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Krüger mutwillig hinauszögern. Athos. Abgelehnt ist der Antrag nicht, aber passieren tut auch nichts. Wahrscheinlich liegt das ganze Zeug in der Schublade von Minister Klenk. Da fahren Sie bis Paris noch? Ich bin ein alter blinder Bauer und kann in der Sache gar nichts machen. Niemand hat so einen großen politischen Einfluss wie Sie, Dr. Bichler. Deshalb bitte ich Sie. Na, glauben Sie den Schmarrn auch, der manchmal in der Zeitung steht. Ich bin weder Ministerpräsident noch Justizminister. Kommt es auf den Anschein von Macht an? Oder darauf, dass man sie hat? Dumm sind Sie nicht. Übrigens rate ich Ihnen, lassen Sie die Finger von der Politik. Das ist nichts für Weiber. Durst. Ich kümmere mich nicht um Politik. Ich will bloß meinen unschuldigen Mann aus dem Zuchthaus holen. Unschuldig? Na, irgendwas wird er schon angestellt haben. Aber ich bin nicht dafür, dass wir das Leid sind. Sollen Sie den Krüger begnadigen bei der nächsten Amnestie? Das sage ich laut als guter Christ. Vielleicht hört einer auf mich. So, bim, bam. Wo bleiben denn die Perlhühner? Garçon! Servus. Servus. Gehen Sie noch rein, Krüger. Es geht mir gut. Du bist mir zu heiter, Krüger. Das macht mich stutzig. Warum grinst du so? Aus Freude an meiner Arbeit. Im Goya. Im Zuchthaus freut man sich nicht. So? Im Zuchthaus denkt man darüber nach, was sie einem antun. Wie man sich revanchieren wird, darüber denkt man nach. Über die Wut denkt man nach. Statt dass man sich freut über einen Schmarrn, den keine Sau interessiert. Mich interessiert der Goya. Der Maler. Der Revolutionär. Der lebensgierige, heftige Mann. Und der wunderliche, rebellische Greis. Er kannte sie. Die Schrecken der Kirche, der Justiz, des Krieges. Goya, der die Hingerichteten gemalt hat und die Verstümmelten auf den Schlachtfeldern. Und die Bilder aus dem Armenhaus, dem Zuchthaus, dem Irrenhaus. Und was hat's bewirkt? Nix. Von der Revolution verstehst du einen Dreck,
Schröder. Dir wird sogar der Goya zu einem ästhetischen Leckerbissen, den du höchstens schmecken kannst. Mein guter Junge. Mein guter Junge. Leck mich doch am Arsch. Manchmal weiß ich wirklich nicht, warum ich dein Freund bin. Ich schon. Здравствуйте. Wer sind Sie? Как поживаете? Кленк. Отто Кленк. Ich habe Sie damals in der Puderdose bewundert. Unauslöschlicher Eindruck. Sehr nett, dass Sie das sagen. Wo treten Sie derzeit auf? Nirgendwo. Ich bin im Sanatorium, Seebruck. Da müsst ihr auch einmal hin mit meiner Bronchitis. Kommt von der verflixten Raucherei. Sehr guter Arzt doch. Und sehr hübsche Patientinnen, wenn ich sie so anschaue. Darf ich mich hersetzen? Wirklich ein schöner Zufall, Sie unverhofft hier wiederzusehen. Wer hat Sie denn hergeschickt ins Sanatorium da? Dr. Bernays aus München. Auch sehr guter Arzt. Ach, der Dr. Bernays, den kenne ich. Der war früher Chefarzt am Nymphenburger Krankenhaus. Der hat dort öfter den armen Häuslern eine Millionärsdiät verschrieben mit Austern, Kaviar und so Zeug, der narrische Gimpel. Der Arzt, sagt er, untersucht den Patienten nackert und damit auch ohne Brieftaschen. Und er muss sich an den hippokratischen Eid halten, hat er gesagt. Ja, da haben sie ihm dann den Hut nachgeworfen, draußen in Nymphenburg, aber tüchtiger Arzt, sehr tüchtig. Übrigens, wenn sie wieder in München sind, rufen sie mich doch einmal an, im Justizministerium. Ich sag im Vorzimmer Bescheid, dass durchgestellt wird. Klenk heiße ich. Nicht vergessen, wie gesagt. Klenk. Vergesse nicht. Wie wär's? Trinken wir noch einen Sherry in der Messe? Sehe noch eine halbe Stunde bis Seebruck. Ja? Wir steigen doch eh miteinander aus. Suche einen Onkel dort. Feiert heute seinen 75. Hat aber eine ganz junge Freundin. Der Zauber. So. Oh ja. Darf ich vorausgehen, gnädigste? Bitte schön, gibt's nur Obacht hier. Ich fühle mich fabelhaft in Paris. Ich gehe auf die Botschaften, auf die Empfänge. Politiker und Hunde sind meine besten Kunden. Die Politiker sind so eitel. Sie wollen sich alle von mir verewigen lassen. Wie gefällt Ihnen Paris? Gut. Wie lange bleiben Sie noch? Eine Woche. Das ist Staatssekretär Dussolier. Er lebt zwar noch, aber hängen tut er da schon. Das Geschäft läuft gut. Vielleicht sollten wir zusammen ein Institut aufmachen. Sie fertigen die graphologischen Gutachten für die Kunden an und ich liefere mit meinen Masken die physiognomische Ergänzung. Was halten Sie davon? Ich bin eigentlich gekommen, um mit Ihnen über den Fall Krüger zu sprechen. Ja, natürlich. Ja, dann reden wir über den Fall Krüger. Ich habe ein paar Erkundigungen eingezogen. Ihr Erzfeind, der Minister Klenk, versucht seit einiger Zeit mit unseren Leuten Tuchfühlung aufzunehmen. Der hat eine gute Witterung, der Mann, politischen Instinkt. Vielleicht könnte der eine Hand die andere waschen. Sie haben ein sehr schönes Gesicht, Johanna.
Wir sollten eine Maske nehmen. In Bronze gegossen wäre das wunderbar. Hm? Frieren Sie Ihren Kopf? Der Bart ist ein bisschen grau geworden seit dem letzten Mal. Aber das steht uns ganz gut. Also, erneute Schwächeanfälle melden Sie. Das kriegen wir schon. Ziehen Sie mal die Jacke aus. Ja, das kriegen wir schon, Dr. Axel. Ich komme hier wieder raus. Aber Sie werden immer hier bleiben. Sie haben nur zu reden, wenn Sie gefragt sind, ja? Nun, was sind Ihre Beschwerden? Ich hatte gestern wieder einen dieser Anfälle. Starke Schmerzen in der Herzgegend und im linken Arm. Atemlosigkeit. Nachts? Ja, nachts. Natürlich, das kennen wir. Ziehen Sie mal das Hemd hoch. In Einzelzelle und ohne Zeugen. In Gegenwart anderer hat der Herr Patient niemals Anfälle. Sie wollen uns wohl eine Angina pectoris vorspiegeln, hm? Tief durchatmen. Weiteratmen. Umdrehen. Atem anhalten. Das haben Sie sich wohl so gedacht, hm? Nummer 2478 macht sich ein paar schöne Wochen im Lazarett. Daraus wird nichts. Täglich dreimal Nitroglycerin, damit Sie nicht behaupten können, ich hätte den Eid des Hippokrates verletzt. Für Eide sind Sie ja Spezialist, ne? Ziehen Sie sich wieder an. Und was ist, wenn ich einmal so einen Anfall nicht überstehe? Ich sage Ihnen was. Sie sind ein wichtigtuerischer Simulant. Sag's mal dann, im Gebirg, das ist meine Welt. Eine gute Luft, die Jagd. Ah, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Der damische Faust, der war auch vom Ehrgeiz zerfressen wie ich. Eigentlich ja Schmarrn, sowas. Kann übel ausgehen. Das verstehe ich nicht. Na, ich meine, dass ich manchmal schon etwas verfügt habe, was mir hinterher unbehaglich war. Da wacht man dann mitten in der Nacht auf, hat ein schlechtes Gewissen. Значит, вы шагаете по трупам. Ja, wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Klenk ist Klenk und schreibt sich Klenk. Bitte ganz ruhig liegen bleiben, Johanna. Nicht bewegen. Es ist schön kühl. Klink. Ich könnte eine ganze Menge Leute hochgehen lassen. Auch Freunde, die als Glücksbringer schwere Hufeisen in der Tasche tragen. Verdrehte Phrasendrescher würden vielleicht von Feme sprechen, aber ich bin ja tolerant. Pardon. Bin ich ein Spion? Ist ganz egal, was die Leute reden. Diese Spießbürger. Aber wir brauchen sie denn. Wir wollen ja mit ihnen an die Macht. Das hat der Führer schon erkannt. Kriegen Sie genug Luft, Johanna? Mhm. Der Klenk wird auch noch über die Klinge springen. Wenn er nicht spurt. Oder wenn er sich wehrt. Wir alle über die Klinge springen werden, die sich wehren. Nicht wehren, Teubchen. Sonst ziehe ich das andere Röhrchen auch noch raus. Ach.
Wenn Sie die Lehre vom Mehrwert, von der Akkumulation des Kapitals und die Grundsätze der materialistischen Geschichtsauffassung begreifen, Johanna, dann werden Sie die wahren Gesetze erkennen, nach denen die Menschen leben. Ich weiß nicht, warum Sie mir das gerade jetzt erzählen, Kaspar. Das hat doch nichts mit meiner persönlichen Niederlage zu tun, mit meiner Demütigung. Begreifen Sie diese Gesetze, dann haben Sie das Beispiel für Sinn und Richtlinie Ihres eigenen Handelns, nämlich Einverständnis oder Kampf mit Ihrem Schicksal. Kämpfen Sie weiter, Johanna. Ich muss gehen. Soll ich Sie nach Hause bringen? Danke. Ich bin mit Hüberlins Wagen hier. Wir wohnen jetzt am Ammersee. Auf Wiedersehen, Kaspar. Auf Wiedersehen. Bayerische Lebensläufe. Erstens Ignaz Mooshuber, Ökonom in Rhein-Mochingen. Rhein mit AI? Ja. Mochingen. Sohn der Eheleute Michael und Maria Mooshuber. Geboren eben dort. Er besuchte 7 Jahre die Volksschule, lernte lesen, auch einiges schreiben, verfügte über ein Vokabular von 612 Wörtern. Er diente beim Militär und übernahm dann den elterlichen Bauernhof. Es ließen sich im Zusammenhang mit ihm Frauen bzw. Mädchen 14 Mal die keimende Frucht... Wie bitte? Die keimende Frucht abtreiben. Er nahm 9-mal im Jahr ein Fußbad, 2-mal ein Vollbad. Er trank 2132 Liter Wasser und 47812 Liter Bier. Er schwor 13 Eide, darunter 9 bewusst falsche, wobei er 3 Finger der linken Hand zu Boden lenkte und damit der landläufigen Meinung zufolge jeder Verantwortung vor Gott und den Menschen enthoben war. An seiner Beerdigung nahmen 192 Personen teil. Gespielt wurde das Lied »Ich hatte einen Kameraden«. Beim Trauermahl kam es zu einer Meinungsverschiedenheit, infolge derer einem der Gäste die linke Hand ab- und eine Rippe herausgenommen werden musste. Punkt. Zweitens, Generalmajor von Casella. Generalmajor von Casella schwor 7 Eide, darunter 3 substanziell falsche. Da sie aber formell einwandfrei waren, erachtete er es nicht für notwendig, 3 Finger seiner linken Hand gegen den Boden zu strecken. An seiner Beerdigung nahmen 514 Personen teil. Gespielt wurde das Lied »Ich hatte einen Kameraden«. Drittens, Dr. Franz Flaucher. Lass dich nicht stören, ich verschwinde gleich wieder. Von dir lasse ich mich gern stören, Johanna. Übrigens, der Hugendubel hat die Nietzsche-Ausgabe noch nicht da. Du musst dich noch eine Woche gedulden, aber den Cordon Rouge, den habe ich bekommen. 75 Millionen die Flasche. Ja, das geht ja noch. Also drittens. Franz Seraph Flaucher wurde geboren als 4. Sohn des Konzipienten beim königlichen Notar in Landshut. Im Gegensatz zu seinen Brüdern konnte er das Gymnasium absolvieren, ohne eine Klasse wiederholen zu müssen. Dadurch zur Laufbahn eines höheren Beamten bestimmt, musste er sich mittels demütigender Bittgänge jene klerikalen Stipendien ergattern, die ihm das Studium bis zur Promotion zum Dr. Phil ermöglichten. Auf den Sessel des bayerischen Kultusministers schließlich gelangte er, weil er in der Lage war, ein paar Verse aus der Odyssee
in der Originalsprache auswendig aufzusagen. Im Zuge der separatistischen gegen Berlin gerichteten Bestrebungen wurde Franz Flaucher zum Generalstaatskommissar in Bayern ernannt und mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet. Für die Fortsetzung seines Lebenslaufs trägt er selbst die Verantwortung. Wir Bayern müssen zusammenhalten gegen den Marxismus, gegen den es nur ein einziges Mittel gibt, nämlich Ordnung und eiserne Disziplin. Alle müssen sich den gottgewollten Organen unserer Regierung unterordnen. Beneide ihn nicht, den Flaucher. Da braut sich was zusammen, woran der sich die Zähne ausbeißen wird. Sie sprechen in Rätseln, Herr Klink. Richtig, Kollege. Na, bald haben es vielleicht schon wieder. Meine Herren, erwarte ich unbedingte Loyalität. Ich stehe nicht an. Pardon, da habe ich ein dringliches Telegramm vom Geheimrat Bichler, Generalstaatskommissar. Ja, ja. Geben Sie es. Gelesen Sie es vor. Bin indigniert, dass mein Wunsch betrifft Begnadigung Krüger noch immer nicht vollzogen. Erwarte umgehend Veranlassung, gezeichnet Bichler. Nummer 2478. Ich habe Sie zu dieser ungewöhnlichen Stunde rufen lassen, um Ihnen eine Mitteilung zu machen. Sie sind begnadigt worden und können das Zuchthaus morgen früh um 8 Uhr als freier Mann verlassen. Ihre Gattin ist bereits verständigt. Sie werden abgeholt, soll ich Ihnen sagen. Ich hoffe, Sie werden diesen Gnadenakt zu würdigen wissen und sich in Zukunft jeglicher Gesetzesverletzung enthalten. Ich wünsche Ihnen für Ihr ferneres Leben alles Gute, Dr. Krüger. Wir werden in einer Stunde die Versammlung der vaterländischen Vereine im Bürgerbräukeller sprengen. Dies ist der erste Akt eines Staatsstreiches, der die Regierung der Novemberverbrecher hinwegfegen wird. Es ist nicht das Herz. Nee, nicht jetzt. Die nationale Revolution auf. Die Reichsregierung ist abgesetzt. Wir werden in Berlin eine nationale Regierung bilden. Ich selbst übernehme das Amt des Reichskanzlers. Thank you.
und Schreibtisch weg. Der ruhmreiche Heerführer des großen Krieges ist auf unserer Seite! Tief bewegt von der Größe der Stunde. Ich stehe der deutschen nationalen Regierung zur Verfügung. Die Entscheidung eigentlich gefallen sein. Welche Entscheidung? Ob der Putsch geglückt ist oder nicht. Ein Putsch? Das weißt du? Und bist hier bei mir? Bin doch nicht so dumm, dass ich mich vorher festlege. Jedenfalls stelle ich mich dem Sieger zur Verfügung. Gleichgültig, wie er heißt. Maladiet. Mehrere tausend Aufständische, Nationalsozialisten und Kampfbündler rotten sich zusammen, um von unserer Stadt Besitz zu ergreifen. Auf Befehl des Generalstaatskommissars werden wir dies zusammen mit regierungstreuen Truppen der Reichswehr notfalls mit Waffengewalt verhindern. Exitus. Da haben Sie uns, Simulanten. Das Erscheinungsbild der Angina pectoris ist oft diffus. Nur in den seltensten Fällen kann sie frühzeitig diagnostiziert werden. Und selbst dann sind probate Heilmittel. Rechtzeitige Diagnose hätte genügt. Wie ich weiß, klagte Krüger schon lange über eindeutige Symptome. Symptome, die sogar dem Laien bekannt sind. Ein Kunstfehler, den Mann nicht ins Krankenrevier zu überstellen. Das wäre Ihre Sache gewesen, Dr. Xell. Ganz allein Ihre Sache. Sie wissen doch selbst, Herr Direktor, dass die Gefangenen immer wieder Krankheiten vorspiegeln, nur um dann kerngesund in ihrer Zelle zu verrecken, so wie hier. Wir müssen ihn herrichten. So eine Frau wird ihn sehen wollen. Unzumutbar in diesem Zustand. Hillinger, haben wir einen Friseur unter den Häftlingen? Jawohl, Herr Direktor. Der Löbel, Nummer 418, lebenslänglich. Holen Sie ihn her. Jawohl, Herr Direktor. Ich soll den Toten waschen und rasieren. Jawohl, Herr Direktor. Nichts als Ärger mit diesem Mann. Aufmüpfig, arrogant. Und jetzt stirbt er auch noch wie zum Trotz. Wie habe ich auf diesen Tag gewartet? Und jetzt? Jetzt hast du Angst? Ja. Kann man zwei Männer lieben, Jacques? Suum quique,
Jedem das Sein. Du bist zynisch. Nein, pragmatisch. Du wirst eine Entscheidung treffen und er wird es verstehen. Oder ich. 7:30. Wir kommen bequem hin. Der Kaspar Pröckel hat dann mal gesagt, die Ehe sei eine dumme kapitalistische Einrichtung. Vielleicht meint er das, weil in der Sowjetunion die Scheidungsquote so hoch ist. So gesehen bräuchte man erst gar nicht zu heiraten. Ich habe Martin geheiratet. Nicht jede Ehe wird im Himmel geschlossen. Das sind die glücklichen Ausnahmen. Für die Betroffenen. Für die Kinder. Ich wollte immer ein Kind. Hast du ihm das je gesagt? Mhm. Vor ein paar Jahren. Und er? Er hat gar nicht drauf reagiert. Wenn du willst, fährst du mit Krüger alleine zurück. Ich nehme dann den Zug. Nein, ich... Mir ist es lieber, wenn du dabei bist, die ersten Stunden. Wir haben gern Mengen, Krüger. War ein feiner Mann. Der kann nicht daher passt. Muss auch gerade der das Pech haben. Dabei war er heute freikommen. Arme Frau. Der Direktor hat gesagt, du kriegst eine Woche lang eine halbe Bier, weil du das da machen musst. Der lebt ja noch. Spinn doch nicht. Das ist eine gestaute Luft. Das kommt öfter vor. Das Kind ist aus dem Krieg. Das können Sie nicht verlangen. Das tue ich nicht, ne? Sonst noch was. Alte Weiber abkrakeln, das kannst. Und jetzt scheißt du in die Hosen, du feiger Hund, weil du Federn hast vor dem Toten. Los, weitermachen. Du musst ihm etwas Zeit geben. Irgendwann versteht er's. Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Mann heute Nacht verstorben ist. Er ist sanft entschlafen. Ich darf Ihnen mein herzliches Beileid ausdrücken. Sie sind ein gemeiner, niederträchtiger Mensch, Herr Förtsch. Nehmen Sie Ihr Beileid zurück. Zurück, sage ich. Das beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Ich verstehe ja Ihren Schmerz. Aber ich bitte Sie auch mich zu verstehen, wenn ich korrekt meines Amtes halte. Die korrekt unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge, Herr Förtsch, ja? Sie sind ein Lump, Herr Förtsch. Wo ist der Leichnam meines Mannes?
aussteigen! Raus aus dem Wagen! Fahrt los, fahrt los, fahrt los! Den Mann sehen wir wieder. Armes Deutschland. Das ist ja ein schönes Tier. Wie heißt der denn? Tannenberg. Zwecks der Schlacht. Aber ich sag Stasi zu mir. Stasi? Komischer Name für einen Hund. Gell? Solche heißen doch sonst anders. Tyras oder Nero oder so Namen. Außer es ist ein Dackel. Dann heißen es meistens Waldi. Geht der her von hier? Nein, aber ich war im Krieg in einem bayerischen Regiment bei den Bamberger Reitern. Gehen wir ein Stück zusammen? Wenn der Herr meinen, dann ist der Herr vielleicht auch Offizier, wie mein General, wo ich im Dienst bin. Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Sie nicht schon mal gesehen, weil doch bei uns öfter Offizier ins Haus kommen, dass ich Sie vielleicht da gesehen habe. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin erst seit ein paar Tagen in München, zu Besuch bei meiner Tante. Aber vielleicht sehen wir uns mal wieder mit den Hunden. Ja, vielleicht. Ich führe den unseren ja jeden Tag Gassi. Immer um die gleiche Zeit, wie jetzt. Das ist gewohnt, gell, Stasi? Haben Sie gar keine Angst? Ein hübsches Mädchen in einem Park, ganz allein. Na wo? Ist jetzt Stasi dabei? Die passt schon auf mich auf. Na hoffentlich. Wäre wirklich schade, wenn Ihnen was zustößt. Wirklich schade.
dir vorstellen, dass ich dich nicht gerade gerne aufsuche. Wovon lebst du, Erich? Nachdem du nicht eben freigebig bist, bin ich auf mein angenehmes Aussehen angewiesen. Was heißt das? Das heißt, dass es wohlhabende Damen gibt, die meine Gesellschaft suchen. Wie damals in Garmisch. Ein Gigolo, also. Das ist ein scheußliches Wort. Nein, ich zeige mich nur von meiner liebenswürdigsten Seite und bekomme Geld dafür. Aber eben nicht genug Geld für die Geschäfte, die im Augenblick möglich sind. Und deswegen komme ich trotz meines berechtigten Antipathiegefühls zu dir, damit du mir die Moneten vorstreckst. Und wenn ich mich weigere? Du hattest schließlich das Vergnügen mit Ellie Bornhag, meinem verehrten Fräulein Mutter. Und dafür musst du jetzt braten. Wie lange denn noch? Ich bitte dich. Beruhige dich, Siegbert Geier. Der Tag wird kommen, an dem es nicht mehr angeht, dass ich mich von einem Juden aushalten lasse. Hast du Pläne? Sicher habe ich Pläne. Zum Beispiel das Projekt einer Katzenfarm. Das funktioniert nach folgendem Prinzip. Katzen fressen bekanntlich Ratten. Den Katzen wird dann nach einiger Zeit das Fell abgezogen und verkauft. Die Ratten wiederum fressen die Kadaver der Katzen. Ein Betrieb also, der sich sozusagen aus sich selbst trägt, automatisch funktioniert. Gefällt's dir nicht? Aber vielleicht ein Studio für Gipsmasken von Lebendigen und Toten. Nach dem Prinzip, welcher Idiot bezahlt einen Bildhauer teuer, wenn er von mir sein Porträt total ähnlich billiger bekommen kann. Auch von Hunden werden wir solche Masken anfertigen. Wer ist wir? Mein Freund Dellmeier und ich. Ach, dieser windige Geschworene. Genau der. Dellmeier meint, wir sollten in Paris ein Studio aufmachen, damit wir harte Währung einnehmen. Kassa. Wie viel brauchst du? $1,000. Die habe ich nicht. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass deine ausländischen Mandanten dich in scheiß Mark bezahlen. Das Deutsche kannst du behalten. Besser als nichts. Danke. Jehova soll's lohnen. Es ist fast schon das vierte Mal, dass wir uns treffen. Dass Sie gar noch länger in München bleiben. Ihretwegen vielleicht. Wirklich? Wir sollten doch mal einen ganzen Abend miteinander verbringen. Was meinen Sie? Schön wär's schon. Wann haben Sie denn den nächsten Ausgang? Am Samstag. Sonst immer am Sonntag. Aber diesmal am Samstag. Ja, dann werde ich mir ein Auto von einem Freund leihen und wir fahren nach Starnberg raus. Wie's meinen? Nach Starnberg. Aber um 11 muss ich wieder daheim sein. Sonst schimpft der Herr General. Dafür werden wir sorgen, dass der nicht schimpft. Nie wieder. Ich heiße übrigens Wilhelm. Und du? Sandhuber. Amalie. Also Amalie, dann bis nächsten Samstag. Um 7 Uhr darf ich weg. Ich muss heim. Ich warte dann am Samstag. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir möchten Ihnen mitteilen, dass unsere Parteiversammlung in ihrer Gemeinde am 15. August stattfindet. Wir bitten Sie deshalb, uns bei den Vorbereitungen... Nach der Aktion verschwinde ich für ein paar Wochen ins Ausland. Kommen Sie doch mit. Ich habe die Taschen voller Devisen. Mein jüdischer Vater war spendabel. Ihr jüdischer Vater? Herr Bornhag, Sie sehen auch typisch jüdisch aus. Groß
und blauäugig wie der Oberrabbiner Aaron Glühlicht. Wo sind Sie geboren? In Galizien? Hört mal her, der Bornhag hat jüdisches Blut. Na, das finde ich toll. Dürfen Sie denn am Schabbes ein Femi-Urteil vollstrecken, Bornhag, oder verstößt das gegen den Talmud? Nein, im Ernst, lassen Sie sich rasch taufen, sonst muss noch ein anderer das Schandbleib umlegen. Wer ist denn der zweite Mann? Der Versicherungsagent Dellmeier. Der brennt darauf, wieder eine Bewährungsprobe ablegen zu dürfen. Schön. Amalie. Ja, ich gehe jetzt dann, Herr General. So? Wohin? Ich habe doch heute meinen Ausgang. Ich fragte, wohin? Nach Starnberg aus. Ein Herr nimmt mich nämlich mit in sein Automobil. Woher kennen Sie den Mann? Ich habe ihn schon öfters gesehen, wenn ich mit dem Hund draußen war. Und da hat er vorige Woche zu mir gesagt, ob... Sie lassen sich auf der Straße ansprechen? Amalie. Es ist doch ein feiner Herr. Und im Krieg war er auch bei den Bamberger Reiter, hat er gesagt. So. Also kommen Sie nicht zu spät nach Haus. Für Gott, Herr General. Nach Starnberg geht's doch geradeaus. Wir fahren eine Abkürzung. Aussteigen. Herrn gleich sagen können, dass wir da nicht weiterkommen. Wenn wir wollen, können wir schon. Aber noch Starnberg. Ach was, Starnberg. Sie werden sehen, Fräuleinchen, hier ist es viel heimlicher. Hoppala! Mein Freund, dein Recht, die Glocke ist nur 5 Minuten entfernt. Komm. Ist noch weit bis zur Villa? Nein, nicht mehr weit. Wie kommen wir denn da hin? Ist ja gar kein Weg. Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Die Herren haben für einen Schmalz in die Muskeln. Oh. Halt! Stehen bleiben! Was ist denn? Was ist denn? Dies ist ein Feme-Gericht. Amalie Sandhuber, Sie haben vaterländische Geheimnisse verraten. Sie haben Ihre Stellung im Hause des Generals dazu missbraucht, wichtige Informationen, auch Nachrichten über Zusammenkünfte der Patrioten an den Metzgergesellen Anton Huber weiterzugeben. Was sagen Sie? Ich verstehe überhaupt kein Wort nicht. Anton Huber, mit dem Sie ein unzüchtiges Verhältnis haben, ist Mitglied der Kommunistischen Partei. Außerdem haben Sie ein Waffenlager der NSDAP denunziert. Verräterverfallen der FEME. Sie sind hiermit zum Tode verurteilt. Komm, hilf mir.
haben Sie keine Erfrischung verdient. Gleich, Hauptmann. Fehler ausgeführt, Herr Hauptmann. Gemeinschaftsarbeit. Da trinken wir einen drauf. Nehmen Sie schon einmal den Meier. Verzeihen Sie, Herr Minister, der Herr Polizeipräsident wäre jetzt da. Herein mit ihm. Der Herr Minister lässt bitten. Servus, mein lieber Seiler. Nimmst du bitte Platz. Na, wie stehen die Ermittlungen im Fall Amalie Sandhuber? Nichts bis jetzt. Ich habe zwar meine besten Beamten eingesetzt, aber... Die besten? Na, das war ein Fehler. Die dümmsten hätten es einsetzen müssen, damit der oder die Täter bestimmt erwischt werden. Pardon, aber ich verstehe nicht. Ah, Sie verstehen ganz gut, was ich meine, Herr von Seiler. Sie fix noch einmal. So glatter Hochverrat gewesen, was die Sandhuber da angestellt hat. Verzählt das blöde Luder so einem Kommunistenbürscher was von einem Waffenlager. Und der geht her und zeigt's bei uns an. Und da müssen wir von Amts wegen auch noch eingreifen. Aber es sind doch an der angegebenen Stelle gar keine Waffen gefunden worden. Na, das wäre ja noch schöner gewesen. Die Wehrhaftmachung und Statu Nascendi konterkarieren. Ha. Ich werde eine Belohnung aussetzen für die Ergreifung der Mörder von Amalie Sandhuber. Sind Sie narrisch worden? Ganz und gar nicht. Das war ein Infamemord. Die sogenannten Patrioten morden und stehlen. Sie beschmieren Denkmäler und wenn sie besoffen sind, dann gehen sie auf die Judenfriedhöfe und kotzen auf die Grabsteine. Sie halten mich vielleicht für sentimental, aber ich kann nicht schlafen, wenn ich an diese Grabsteine denke. Sie haben sie mit ihrem Kot besudelt. Sie haben wie alle Verbrecher ihre Visitenkarte dagelassen. Herr Minister, und deshalb decke ich diesen Mord nicht. Ich decke ihn nicht! Sie, Herr von Seiler, gib's nur Obacht, dass wir Sie decken. Hör mal. Es ist jetzt Mode, bei den Brustwarzen anzufangen. Also wollen wir auch dabei bleiben. Es waren Brustwarzen mittlerer Größe, so gestrafft unter der Tunika aus Charmeuse, dass es schien, als müssten sie einen metallischen Ton hören lassen, wenn man sie sanft mit den Finger berührte. Sag mal, was liest du denn? Pitti Grilli, der Keuschheitsgürtel. Was liest du? Ich lese gerade, dass sie gestern unseren Polizeipräsidenten gefeuert haben. Was? Diesen korrekten Mann. Vielleicht war er ein bisschen zu korrekt. Ja, das ist anzunehmen. Herr von Seiler hat aus gesundheitlichen Gründen gebeten, ihn von seinem Amt zu entbinden. Das ist ja wieder mal eine Formulierung, die zum Himmel stinkt. Der Vizemeister vom Tennisclub Iphitos hat gesundheitliche Probleme, wahrscheinlich Asthma. Also geil ist das Bild ja schon, Paul. Was für ein Wort aus dem Mund einer Dame. Stimmt's etwa nicht? Naja, also recht hast ja, Katharina. Deine erotischen Bekundungen hingegen sind sehr dezent. Nicht schön? Angenehm. Schon. Aber... Habe ich einen Verlach machen lassen. Beim Rufer. Mal schauen Sie das Schaftholz an. Gut, gell? Wunderbar. Ja, der Rufer ist der Beste. Steht zu Diensten, wenn es einmal eine neue Waffe. Komme ich gern drauf zurück. Aber ja, gerade so schön beieinander sitzen. Haben Sie mal drüber nachgedacht, was ich Ihnen neulich gesagt habe? Sie meinen Ihre Sympathiekundgebung für diese damischen Patrioten?
passt doch gar nicht zu Ihnen, Klenk. Sind doch alle Spießer. Wahrhaft deutsche Spießer. Der Bourgeois, das ist die Mehrheit. Und kommt's nicht auf die Mehrheit an, wenn es um die Macht geht, in unserer zünftigen Demokratie. Wir müssen auf einiges gefasst sein, das habe ich in der Nase, lieber Baron. Und ich tät Ihnen raten, dass Sie die Witterung aufnehmen. Heißt das, dass ich den Firmpaten spielen soll für die Brüder? So ähnlich. Res pecunie, sagt der Lateiner. Hin und wieder freundliche Zuwendung. Das wird sie einmal auszahlen. Glauben Sie es nur. Passt mir gar nicht, offen gestanden. Wohltätigkeit in zweierlei Richtung passt mir nicht. Und traditionsgemäß... Ach was, weiß doch keiner vom anderen. Tät Ihnen das gefallen, wenn ein zukünftiger Reichskanzler mit einem Maybach umeinander fährt? Oder wäre es Ihnen nicht lieber, er huckert in einem von Ihrer schönen Automobil drin, die es dann bauen? Die Konkurrenz schläft nicht, Reindl. Ein paar Herren von Rhein und Ruhr, die haben schon gespannt, woher der Wind weht. Die lassen sich nicht lumpen. Die haben es gespannt, dass da mal ein Riesengeschäft hergeht. Ich werde den Versailler Vertrag vom Tisch fegen. Die Frau hat sich schon lange nicht mehr sehen lassen, Krüger. Die ist in Paris. Pardon, Monsieur. Où est le restaurant, s'il vous plaît? Attends, madame. Merci. Hallo, madame. Wir kennen uns aus Garmisch. Sie sind der gute Tänzer. Wer Sie sind, weiß ich. Mein Name ist Erich Bornhack. Wollen wir auf das Wiedersehen nicht anstoßen? Tun Sie mir den Gefallen, Frau Krüger. Gut, einen Moment. Oder soll ich Frau Krein sagen? Woher kennen Sie denn meinen Namen? Erstens war mein Freund Herr von Dellmeier Geschworener im Krüger-Prozess, was mich Ihnen sicher nicht sympathischer macht. Aber es gibt einen anderen Grund, der vielleicht für mich spricht. Es ist nämlich ein Dr. Siegbert Geier, zugegebenerweise mein leiblicher Vater. Ach. Möchten Sie auch einen, Raphael? Nein, danke. Ich bin gleich zum Essen eingeladen. Was machen Sie denn in Paris? Ich versuche hier etwas für Krüger zu tun. Manchmal kommt man an wichtige Leute besser heran, wenn man sie außerhalb ihrer gewohnten Umgebung aufstöbert. Meine politischen Kontakte sind auch nicht übel, wenn ich irgendwas für sie tun kann. Man muss sich nur im richtigen Augenblick auf die richtige Seite schlagen. Und die wäre? Dem wahrhaft Deutschen gehört die Zukunft. Dr. Geier ist also Ihr Vater. Seltsam. Müssen Söhne ihren Vätern immer ähnlich sehen? Meine Mutter war groß, blond, blauäugig. Eine richtige Germanin. Ich bin eben das Ergebnis eines eklatanten Fehltrittes. Aber ich fühle mich ganz wohl dabei. Stellen Sie sich vor, sie hätte ihn geheiratet. Dann wäre ich womöglich koscher aufgepäppelt worden. Bei meiner Vorliebe für Eisbein. Wo lebt Ihre Mutter? Wahrscheinlich im Paradies. Sie war gute Christin. Schon merkwürdig, dass sie auf diesen mickrigen Juden reingefallen ist. Ich mag Ihren Vater und schätze ihn sehr. Obwohl er den Prozess Krüger verloren hat? Mein Mann ist das Opfer einer Rechtsbeugung. Dr. Geier schreibt an einer Geschichte des Unrechts. Der Fall Krüger kommt darin vor. Hochinteressant. Sie haben ein entzückendes Kleid an, gnädigste. Chanel. Nein, das ist von der Stange.
einer Stange in der Kaufingerstraße zu München. Da zeigt es sich eben wieder. Es kommt nur auf die Trägerin an. Rufen Sie mich doch mal an. Ich habe hier in Paris ein Studio. Ich würde mich wirklich freuen. Krüger ist eben gekommen, Herr Geheimrat. Auf Empfehlung des Kronprinzen. Krüger. Ja. Ja. Grüß Gott, Herr Geheimrat. Ich weiß schon, wer Sie sind. Setzen Sie dahin. Bestellen Sie was zum Essen, wenn es mögen. Canard rôti, s'il vous plaît. Rien, merci, monsieur. Was wollen Sie denn eigentlich von mir, Frau Krüger? Seine königliche Hoheit hat uns wissen lassen, dass die Gerichte das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Krüger mutwillig hinauszögern. Athos. Abgelehnt ist der Antrag nicht, aber passieren tut auch nichts. Wahrscheinlich liegt das ganze Zeug in der Schublade von Minister Klenk. Da fahren Sie bis Paris nach? Ich bin ein alter blinder Bauer und kann in der Sache gar nichts machen. Niemand hat so einen großen politischen Einfluss wie Sie, Dr. Bichler. Deshalb bitte ich Sie. Na, glauben Sie den Schmarrn auch, der manchmal in der Zeitung steht. Ich bin weder Ministerpräsident noch Justizminister. Kommt es auf den Anschein von Macht an? Oder darauf, dass man sie hat? Dumm sind Sie nicht. Übrigens rate ich Ihnen, lassen Sie die Finger von der Politik. Das ist nichts für Weiber. Durst. Ich kümmere mich nicht um Politik. Ich will bloß meinen unschuldigen Mann aus dem Zuchthaus holen. Unschuldig? Na, irgendwas wird er schon angestellt haben. Aber ich bin nicht dafür, dass wir Leid sind. Sollen Sie den Krüger begnadigen bei der nächsten Amnestie. Das sage ich laut als guter Christ. Vielleicht hört einer auf mich. So, bim, bam. Wo bleibt denn die Bärlhühner? Garçon! Servus. Servus. Gehen Sie noch rein, Krüger. Es geht mir gut. Du bist mir zu heiter, Krüger. Das macht mich stutzig. Warum grinst du so? Aus Freude an meiner Arbeit. Im Goya. Im Zuchthaus freut man sich nicht. So? Im Zuchthaus denkt man darüber nach, was sie einem antun. Wie man sich revanchieren wird, darüber denkt man nach. Über die Wut denkt man nach. Statt dass man sich freut über einen Schmarrn, den keine Sau interessiert. Mich interessiert der Goya. Der Maler. Der Revolutionär. Der lebensgierige, heftige Mann. Und der wunderliche, rebellische Greis. Er kannte sie. Die Schrecken der Kirche, der Justiz, des Krieges. Goya, der die Hingerichteten gemalt hat und die Verstümmelten auf den Schlachtfeldern. Und die Bilder aus dem Armenhaus, dem Zuchthaus, dem Irrenhaus. Und was hat's bewirkt? Nix. Von der Revolution verstehst du einen Dreck, Krüger. Dir wird sogar der Goya zu einem ästhetischen Leckerbissen, den du höchstens schmecken kannst. Mein guter Junge. Mein guter.
guter Junge. Leck mich doch am Arsch. Manchmal weiß ich wirklich nicht, warum ich dein Freund bin. Ich schon. Здравствуйте. Wer sind Sie? Как поживаете? Klenk. Otto Klenk. Ich habe Sie damals in der Puderdose bewundert. Unauslöschlicher Eindruck. Sehr nett, dass Sie das sagen. Wo treten Sie derzeit auf? Nirgendwo. Ich bin im Sanatorium, Seebruck. Da müsst ihr auch einmal hin mit meiner Bronchitis. Kommt von der verflixten Raucherei. Sehr guter Arzt, Doc. Und sehr hübsche Patientinnen, wenn ich sie so anschaue. Darf ich mich hersetzen? Wirklich ein schöner Zufall, Sie unverhofft hier wiederzusehen. Wer hat Sie denn hergeschickt ins Sanatorium da? Dr. Bernays aus München. Auch sehr guter Arzt. Ach, der Dr. Bernays, den kenne ich. Der war früher Chefarzt am Nymphenburger Krankenhaus. Der hat dort öfter den armen Häuslern eine Millionärsdiät verschrieben mit Austern, Kaviar und so Zeug, der narrische Gimpel. Der Arzt, sagt er, untersucht den Patienten nackert und damit auch ohne Brieftaschen. Und er muss sich an den hippokratischen Eid halten, hat er gesagt. Ja, da haben sie ihm dann den Hut nachgeworfen, draußen in Nymphenburg, aber tüchtiger Arzt, sehr tüchtig. Übrigens, wenn Sie wieder in München sind, rufen Sie mich doch einmal an, im Justizministerium. Ich sag im Vorzimmer Bescheid, dass durchgestellt wird. Klenk heiße ich. Nicht vergessen, wie gesagt. Klenk. Vergesse nicht. Wie wär's? Trinken wir noch einen Sherry in der Messe? Sehe noch eine halbe Stunde bis Seebruck. Ja? Wir steigen doch eh miteinander aus. Suche einen Onkel dort. Feiert heute seinen 75. Hat aber eine ganz junge Freundin. Der Saubär. So. Oh ja. Darf ich vorausgehen, gnädigste? Bitte schön, gibt's nur Obacht hier. Ich fühle mich fabelhaft in Paris. Ich gehe auf die Botschaften, auf die Empfänge. Politiker und Hunde sind meine besten Kunden. Die Politiker sind so eitel. Sie wollen sich alle von mir verewigen lassen. Wie gefällt Ihnen Paris? Gut. Wie lange bleiben Sie noch? Eine Woche. Das ist Staatssekretär Dussolier. Er lebt zwar noch, aber hängen tut er da schon. Das Geschäft läuft gut. Vielleicht sollten wir zusammen ein Institut aufmachen. Sie fertigen die graphologischen Gutachten für die Kunden an und ich liefere mit meinen Masken die physiognomische Ergänzung. Was halten Sie davon? Ich bin eigentlich gekommen, um mit Ihnen über den Fall Krüger zu sprechen. Ja, natürlich. Ja, dann reden wir über den Fall Krüger. Ich habe ein paar Erkundigungen eingezogen. Ihr Erzfeind, der Minister Klenk, versucht seit einiger Zeit mit unseren Leuten Tuchfühlung aufzunehmen. Der hat eine gute Witterung, der Mann, politischen Instinkt. Vielleicht könnte der eine Hand die andere waschen. Sie haben ein sehr schönes Gesicht, Johanna. Wir sollten eine Maske nehmen. In Bronze gegossen wäre das wunderbar. Hm?
Wehren Sie Ihren Kopf? Der Bart ist ein bisschen grau geworden seit dem letzten Mal. Aber das steht uns ganz gut. Also, erneute Schwächeanfälle melden Sie. Das kriegen wir schon. Ziehen Sie mal die Jacke aus. Ja, das kriegen wir schon, Dr. Axel. Ich komme hier wieder raus. Aber Sie werden immer hier bleiben. Sie haben nur zu reden, wenn Sie gefragt sind, ja? Nun, was sind Ihre Beschwerden? Ich hatte gestern wieder einen dieser Anfälle. Starke Schmerzen in der Herzgegend und im linken Arm. Atemlosigkeit. Nachts? Ja, nachts. Natürlich, das kennen wir. Ziehen Sie mal das Hemdtuch. In Einzelzelle und ohne Zeugen. In Gegenwart anderer hat der Herr Patient niemals Anfälle. Sie wollen uns wohl eine Angina pectoris vorspiegeln, hm? Tief durchatmen. Weiteratmen. Umdrehen. Atem anhalten. Das haben Sie sich wohl so gedacht, hm? Nummer 2478 macht sich ein paar schöne Wochen im Lazarett. Daraus wird nichts. Täglich dreimal Nitroglycerin, damit Sie nicht behaupten können, ich hätte den Eid des Hippokrates verletzt. Für Eide sind Sie ja Spezialist, ne? Ziehen Sie sich wieder an. Und was ist, wenn ich einmal so einen Anfall nicht überstehe? Ich sage Ihnen was. Sie sind ein wichtigtuerischer Simulant. Schauen's mal dann, im Gebirg, das ist meine Welt. Eine gute Luft, die Jagd. Ah, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Der damische Faust, der war auch vom Ehrgeiz zerfressen wie ich. Eigentlich ja Schmarrn, sowas. Kann übel ausgehen. Das verstehe ich nicht. Na, ich meine, dass ich manchmal schon etwas verfügt habe, was mir hinterher unbehaglich war. Da wacht man dann mitten in der Nacht auf, hat ein schlechtes Gewissen. Значит, вышагайте по трупам. Ja, wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Klenk ist Klenk und schreibt sich Klenk. Bitte ganz ruhig liegen bleiben, Johanna. Nicht bewegen. Es ist schön kühl. Klink. Ich könnte eine ganze Menge Leute hochgehen lassen. Auch Freunde, die als Glücksbringer schwere Hufeisen in der Tasche tragen. Verdrehte Phrasendrescher würden vielleicht von Feme sprechen, aber ich bin ja tolerant. Pardon. Bin ich ein Spion? Mir ist ganz egal, was die Leute reden. Diese Spießbürger. Aber wir brauchen sie denn. Wir wollen ja mit ihnen an die Macht. Das hat der Führer schon erkannt. Kriegen Sie genug Luft, Johanna? Mhm. Der Klenk wird auch noch über die Klinge springen. Wenn er nicht spurt. Oder wenn er sich wehrt. Wir alle über die Klinge springen werden, die sich wehren. Nicht wehren, Täubchen. Sonst ziehe ich das andere Röhrchen auch noch raus. Wenn
Verstehen Sie die Lehre vom Mehrwert, von der Akkumulation des Kapitals und die Grundsätze der materialistischen Geschichtsauffassung begreifen, Johanna, dann werden Sie die wahren Gesetze erkennen, nach denen die Menschen leben. Ich weiß nicht, warum Sie mir das gerade jetzt erzählen, Kaspar. Das hat doch nichts mit meiner persönlichen Niederlage zu tun, mit meiner Demütigung. Begreifen Sie diese Gesetze, dann haben Sie das Beispiel für Sinn und Richtlinie Ihres eigenen Handelns, nämlich Einverständnis oder Kampf mit Ihrem Schicksal. Kämpfen Sie weiter, Johanna. Ich muss gehen. Soll ich Sie nach Hause bringen? Danke. Ich bin mit Hüberlins Wagen hier. Wir wohnen jetzt am Ammersee. Auf Wiedersehen, Kaspar. Auf Wiedersehen. Bayerische Lebensläufe. Erstens Ignaz Mooshuber, Ökonom in Rhein-Mochingen. Rhein? Mit AI? Ja. Mochingen. Sohn der Eheleute Michael und Maria Mooshuber. Geboren eben dort. Er besuchte 7 Jahre die Volksschule, lernte lesen, auch einiges schreiben, verfügte über ein Vokabular von 612 Wörtern. Er diente beim Militär und übernahm dann den elterlichen Bauernhof. Es ließen sich im Zusammenhang mit ihm Frauen bzw. Mädchen 14 Mal die keimende Frucht... Wie bitte? Die keimende Frucht abtreiben. Er nahm 9-mal im Jahr ein Fußbad, 2-mal ein Vollbad. Er trank 2132 Liter Wasser und 47812 Liter Bier. Er schwor 13 Eide, darunter 9 bewusst falsche, wobei er 3 Finger der linken Hand zu Boden lenkte und damit der landläufigen Meinung zufolge jeder Verantwortung vor Gott und den Menschen enthoben war. An seiner Beerdigung nahmen 192 Personen teil. Gespielt wurde das Lied »Ich hatte einen Kameraden«. Beim Trauermahl kam es zu einer Meinungsverschiedenheit, infolge derer einem der Gäste die linke Hand ab- und eine Rippe herausgenommen werden musste. Punkt. Zweitens, Generalmajor von Casella. Generalmajor von Casella schwor 7 Eide, darunter 3 substanziell falsche. Da sie aber formell einwandfrei waren, erachtete er es nicht für notwendig, 3 Finger seiner linken Hand gegen den Boden zu strecken. An seiner Beerdigung nahmen 514 Personen teil. Gespielt wurde das Lied »Ich hatte einen Kameraden«. Drittens, Dr. Franz Flaucher. Lass dich nicht stören, ich verschwinde gleich wieder. Von dir lasse ich mich gern stören, Johanna. Übrigens, der Hugendubel hat die Nietzsche-Ausgabe noch nicht da. Du musst dich noch eine Woche gedulden, aber den Cordon Rouge, den habe ich bekommen. 75 Millionen die Flasche. Ja, das geht ja noch. Also drittens. Franz Seraph Flaucher wurde geboren als 4. Sohn des Konzipienten beim königlichen Notar in Landshut. Im Gegensatz zu seinen Brüdern konnte er das Gymnasium absolvieren, ohne eine Klasse wiederholen zu müssen. Dadurch zur Laufbahn eines höheren Beamten bestimmt, musste er sich mittels demütigender Bittgänge jene klerikalen Stipendien ergattern, die ihm das Studium bis zur Promotion zum Dr. Phil ermöglichten. Auf den Sessel des bayerischen Kultusministers schließlich gelangte er, weil er in der Lage war, ein paar Verse aus der Odyssee
in der Originalsprache auswendig aufzusagen. Im Zuge der separatistischen gegen Berlin gerichteten Bestrebungen wurde Franz Flaucher zum Generalstaatskommissar in Bayern ernannt und mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet. Für die Fortsetzung seines Lebenslaufs trägt er selbst die Verantwortung. Wir Bayern müssen zusammenhalten gegen den Marxismus, gegen den es nur ein einziges Mittel gibt, nämlich Ordnung und eiserne Disziplin. Alle müssen sich den gottgewollten Organen unserer Regierung unterordnen. Beneide ihn nicht, den Flaucher. Da braut sich was zusammen, woran der sich die Zähne ausbeißen wird. Sie sprechen in Rätseln, Herr Klink. Richtig, Kollege. Na, bald haben es vielleicht schon wieder. Meine Herren, erwarte ich unbedingte Loyalität. Ich stehe nicht an. Pardon, da habe ich ein dringliches Telegramm vom Geheimrat Bichler, Generalstaatskommissar. Ja, ja. Geben Sie es. Gelesen Sie es vor. Bin indigniert, dass mein Wunsch betrifft Begnadigung Krüger noch immer nicht vollzogen. Erwarte umgehend Veranlassung, gezeichnet Bichler. Nummer 2478. Ich habe Sie zu dieser ungewöhnlichen Stunde rufen lassen, um Ihnen eine Mitteilung zu machen. Sie sind begnadigt worden und können das Zuchthaus morgen früh um 8 Uhr als freier Mann verlassen. Ihre Gattin ist bereits verständigt. Sie werden abgeholt, soll ich Ihnen sagen. Ich hoffe, Sie werden diesen Gnadenakt zu würdigen wissen und sich in Zukunft jeglicher Gesetzesverletzung enthalten. Ich wünsche Ihnen für Ihr fernes Leben alles Gute, Dr. Krüger. Wir werden in einer Stunde die Versammlung der vaterländischen Vereine im Bürgerbräukeller sprengen. Dies ist der erste Akt eines Staatsstreiches, der die Regierung der Novemberverbrecher hinwegfegen wird. Es ist nicht das Herz. Nee, nicht jetzt. Die nationale Revolution auf. Die Reichsregierung ist abgesetzt. Wir werden in Berlin eine nationale Regierung bilden. Ich selbst übernehme das Amt des Reichskanzlers.
Schreibtisch, Klink. Der ruhmreiche Heerführer des großen Krieges ist auf unserer Seite! Tief bewegt von der Größe der Stunde. Ich stehe der deutschen nationalen Regierung zur Verfügung. Die Entscheidung endlich gefallen sein. Welche Entscheidung? Ob der Putsch geglückt ist oder nicht. Ein Putsch? Das weißt du? Und bist hier bei mir? Bin doch nicht so dumm, dass ich mich vorher festlege. Jedenfalls stelle ich mich dem Sieger zur Verfügung. Gleichgültig, wie er heißt. Молодец. Mehrere tausend Aufständische, Nationalsozialisten und Kampfbündler rotten sich zusammen, um von unserer Stadt Besitz zu ergreifen. Auf Befehl des Generalstaatskommissars werden wir dies zusammen mit regierungstreuen Truppen der Reichswehr notfalls mit Waffengewalt verhindern. Exitus. Da haben Sie uns, Simulanten. Das Erscheinungsbild der Angina pectoris ist oft diffus. Nur in den seltensten Fällen kann sie frühzeitig diagnostiziert werden. Und selbst dann sind probate Heilmittel. Rechtzeitige Diagnose hätte genügt. Wie ich weiß, klagte Krüger schon lange über eindeutige Symptome. Symptome, die sogar dem Laien bekannt sind. Ein Kunstfehler, den Mann nicht ins Krankenrevier zu überstellen. Das wäre Ihre Sache gewesen, Dr. Xell. Ganz allein Ihre Sache. Sie wissen doch selbst, Herr Direktor, dass die Gefangenen immer wieder Krankheiten vorspiegeln, nur um dann kann gesund in ihrer Zelle zu verrecken, so wie hier. Wir müssen ihn herrichten. So eine Frau wird ihn sehen wollen. Unzumutbar in diesem Zustand. Hillinger, haben wir einen Friseur unter den Häftlingen? Jawohl, Herr Direktor. Der Leubel, Nummer 418, lebenslänglich. Holen Sie ihn her. Jawohl, Herr Direktor. Soll den Toten waschen und rasieren. Jawohl, Herr Direktor. Nichts als Ärger mit diesem Mann. Aufmüpfig, arrogant. Und jetzt stirbt er auch noch wie zum Trotz. Wie habe ich auf diesen Tag gewartet? Und jetzt? Jetzt hast du Angst? Ja. Kann man zwei Männer lieben, Jacques? Suum cuique,
jedem das Sein. Du bist zynisch. Nein, pragmatisch. Du wirst eine Entscheidung treffen und er wird es verstehen. Oder ich. 7:30. Wir kommen bequem hin. Der Kaspar Pröckl hat dann mal gesagt, die Ehe sei eine dumme kapitalistische Einrichtung. Vielleicht meint er das, weil in der Sowjetunion die Scheidungsquote so hoch ist. So gesehen bräuchte man erst gar nicht zu heiraten. Ich habe Martin geheiratet. Nicht jede Ehe wird im Himmel geschlossen. Das sind die glücklichen Ausnahmen. Für die Betroffenen. Für die Kinder. Ich wollte immer ein Kind. Hast du ihm das je gesagt? Mhm. Vor ein paar Jahren. Und er? Er hat gar nicht drauf reagiert. Wenn du willst, fährst du mit Krüger alleine zurück. Ich nehme dann den Zug. Nein, ich... Mir ist es lieber, wenn du dabei bist, die ersten Stunden. Wir haben gern Mengen, Krüger. War ein feiner Mann. Der kann nicht daher passt. Muss auch gerade der das Pech haben. Dabei war er heute freikommen. Arme Frau. Der Direktor hat gesagt, du kriegst eine Woche lang eine halbe Bier, weil du das da machen musst. Der lebt ja noch. Spinn doch nicht. Das ist eine gestaute Luft. Das kommt öfter vor. Ein Kind ist aus dem Krieg. Das können Sie nicht verlangen. Das tue ich nicht, ne? Sonst noch was. Alte Weiber abkrakeln, das kannst. Und jetzt scheißt du in die Hosen, du feiger Hund, weil du Federn hast vor dem Toten. Los, weitermachen. Du musst ihm etwas Zeit geben. Irgendwann versteht er's. Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Mann heute Nacht verstorben ist. Er ist sanft entschlafen. Ich darf Ihnen mein herzliches Beileid ausdrücken. Sie sind ein gemeiner, niederträchtiger Mensch, Herr Förtsch. Nehmen Sie Ihr Beileid zurück. Zurück, sage ich. Beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Ich verstehe ja Ihren Schmerz. Aber ich bitte Sie auch mich zu verstehen, wenn ich korrekt meines Amtes walte. Die korrekt unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge, Herr Förtsch, ja? Sie sind ein Lump, Herr Förtsch. Wo ist der Leichnam meines Mannes?
Sie aussteigen. Raus aus dem Wagen. Fahrt los, fahrt los, fahrt los. Den Mann sehen wir wieder. Armes Deutschland. We'll be right back.